Ich würde es freuen, wenn der Kakao gewinnt. Oh, er nimmt Enfrix. Ja, der Box wahrscheinlich, weil es die einzigste Mewtwo Stage im Spiel, was gar nicht langweilig ist oder so. Außer bei meinem super großartigen Mix-Turnier. Ich werde es machen, ich werde Memes in general posten. Oh Gott, was ein Rebell. One away. Oh Gott, ich hab mich. Nein. Ich bin fix. Nein. Ich bin fix. Er kratzt gerade gegen Anthrax. Kann ich nachvollziehen. Ja, gegen Anthrax. Obama says sassy balls. That's a good video. Oh mein Gott, ich hab ihn getroffen. Nein. One. Eins, zwei und drei. Lauf. Yes, oh mein Gott, ich hasse Anthrax, ich hasse es. Oh shit, er hat einen Slam. Beim Slam habe ich immer gedacht, wenn das eine oder dich hittet, gewinnt es, aber es sind ja eigentlich die Wolken. Oh Gott. Ein Slam kann man ausweichen, wenn man gut ist, aber wenn man gut ist. Nein, run away. Ja, der ist halt mega langsam. Die verfolgen dich zwar, aber wenn er dich in der Ecke bekommt, ist es kaputt. Aber wenn nicht, dann ist er kaputt. Warum muss jeder Charakter fucking Internet haben? Das spielt ja so viel besser um den scheiß Internet. Ich geh nochmal, bevor ich dann zurückkomme. Schreck Super Slam 2 wäre geil. Wo ist er hin? Ich muss das. Ist halt immer nur so eine Strategie von mir. Und er ist. Ach Gott. Nein, lauf, bitte. Ich hab Angst. Ah. Er ist gerade vor mir. Junge, bitte hol dir den Kopfhörer. Bullshit, ich hasse es. Und ich hasse es. Du hast Hintergrundgeräusche unterdrückung aktiviert. Also Hintergrundgeräusche unterdrücken, lol. Muss ich nicht. Links vorm Disconnect-Button. Okay, aber ich bin gerade in einem ziemlich heißen Match. Moment. Ich bin echt tot. Und jeder andere Kämpfer hat es geschafft, aber nö. Ja, ich hab den Match sowas verloren. Ja, ich hab verloren. Epic Games. Steht ein Spray. Wo kann ich den Hintergrund unterdrücken? Links vom Disconnect-Button. Ich finde das nicht genau, oder? Und Debuggen, RTC-Verbindung, Kamera, Bildschirmübertragung, hä? Ich bin das nicht.
Da drüber. Links vom Disconnect-Button. Sind ein paar Striche. Ja. Hintergrundunterdrückung, Hintergrundgeräuschunterdrückung und Crisp. Da eröffnet sich ein Fenster, Hintergrundgeräusche unterdrücken und da. Lamdida, lamdida, ladida, dida, ladida, dida. Ladida, 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 dida, ladida, dida. Erweitert, erweitert. Was machst du? Ist es besser? Definitiv. Sag mal okay, was. Ich sag jetzt mal was. Hier. Ja, es ist, glaube ich, besser geworden. Vielleicht nicht wirklich. Okay, sorry, Flick. I had something to... Okay, jetzt mache ich mal einen Counterpick. Shit. Nimm Fiona Ogre. Sie nimmt Fiona Ogre. Er nimmt Fiona Ogre. Fuck. Pussy Boots versus Fiona Ogre. So, get ready. Oh, ich bin jetzt am Nachteil. Back, zurück. Was passiert? What happened? Ich habe meinen Spring Flick verloren. Du hast gegen wen verloren, Flick? Ja, ich werde mein zweiten Match von der zerstört mit Gart. Okay, jetzt habt ihr Anthrax. Ja, jetzt wieder für Nova, aber sein Anthrax war stark genug. Nein! Warum hat dieser Charakter ein fucking Infinite auf seinem Puss? Weiß nicht. Und Humpty Numpty. Das sind die zwei coolsten. Ja, Puss ist halt Müll. Ja, Mann. Puss ist Müll. Aber Humpty ist real fucking chat. Humpty ist OOP. Humpty ist mega chillig. Humpty hat einen scheiß Incarnate Game. Der Boy ist einfach ein Ei. Musst du dir geben. Der Typ ist so fake, der Typ ist ein fucking Ei. Das kannst du dann sagen. Digga, Humpty kann einen Wandboost machen, so wie Pinocchio oder Puss in Boots, nur kann er danach nochmal springen. Der kann danach nochmal einen Swoos machen. Also er kann das machen, dann nochmal swoosen. Der ist insane, der Junge. Das kann basically jeder. Das kann basically jeder. Nur ist halt bei Humpty Dumpty richtig schnell. Ja, Digga. Digga, Humpty Dumpty kann ich einfach auscampen und dann einfach die ganze Zeit die Eier spammen. Oh. Nein, ich meine. Okay. Yes, ich hab's doch genommen. Gott. Damn it.
Wait. Oh. Also irgendwie kommen wir jetzt mal ganz stark, glaube ich, gegen die anderen Spieler. Leider. Oh, yes, ich wusste, was du machen müsst. Keiner. Yes! Komm schon! Ich will noch einen Stock! Ich will gewinnen! Yes! Komm schon! Ich bin vorne! Digga, wenn du schaffst, dann hab ich. Du hast jetzt schon meinen Respekt, aber wenn du schaffst, da übelsten Respekt von mir hast du. Also, ich will wenigstens gewinnen. Ich will wenigstens gegen einen Match gegen Klick gewinnen, bevor ich runtergehe. Und der. Oh nice, ist gesund, nein! Okay, das Ding ist, wenn ich jetzt gegen Flick verliere, also, Sheriff. Das Ding ist, ich habe jetzt, einmal gewonnen, einmal verloren. Und wenn ich jetzt nochmal verliere, mach ich da Minuspunkte? Ja, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das System funktioniert, das musst du Flick fragen, wenn man. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, Flick ist ja Experte daran. Es ist ein komplexer Algorithmus, der als Skill. Ich muss gegen Flick gewinnen. Ich muss es. Nein! Ich habe noch einen Zug entfernt! Ich will nicht! Ich will gewinnen! Wieso funktioniert das nicht? Ich will definitiv gewinnen gegen Flick. Da mache ich nämlich sehr viele Punkte schön. Ja, komm! Ich habe gewonnen! Gott, 1-1, yes! 1-1? Ja! Fuck my life, ist der Typ krank! Wen hat er gespielt? Fiona, Ogre. Okay, ich überlege. Okay, same stage, oh mein Gott. Ich überlege, ob ich doch eine Chance habe. Ich überlege, ob ich eine Chance gegen Flick habe. Oder Flick spielt einfach irgend so ein Kelb aus S-Tier wie, keine Ahnung, Gingerbread Man. Er sagt sich, er kann halt nichts mit Robin Hood machen, weil du leckst so hart, du kannst alles power schillen, was er macht. Ja. Nein, das ist. Er nimmt. Scheiße! Er nimmt Robin Hood! Er nimmt Robin Hood! Er nimmt die Box! Ja. Warum? Flick. Robin Hood! Oh, er hat mich gestern damit besiegt! Er hat mich gestern, glaube ich, damit besiegt! Die ganze Zeit! Ich konnte nichts machen! Robin Hood Bot! Genauso gegen mir? Ich konnte nichts machen! Er hat die ganze Zeit die scheiß Pfeile gespammt! Warte, das ist gut! Wenn du gewinnst. Also, es ist nicht garantiert, dass ich gegen dich gewinne, aber wenn du gewinnst, ist halt die Chance höher, dass ich gewinne, weil gegen dich habe ich eine höhere Gewinnchance als gegen Flick. Aber dann musst du erst mal den Level 10 besiegen. Ja, er dominiert gerade so hart, dass sowas war. Okay, ich habe Angst, dass ich jetzt von einem Robin Hood zerstört werde. Es ist Robin Hood, der dich zerstören wird, niemand anderes. Takis are seriously intense. Digga, die haben einfach. Die müssen einfach nur gegen Robin Hood trainieren, das ist alles, was sie brauchen. Digga, Takis hat einfach mal das fucking Charlie D'Amelio und Ninja für ihre Werbung. Wer? Und. Nein! Als ob du so fucking Takis klug bist! Eine englische Chipsmarke. Welche Marke? Takis. T-A-K-I-S. Takis. Das sind ja nicht Takis. Ja, doch Takis. Takis. Ich bin schlecht in Aussprache. Takis. Aber das sieht absolut ranzig aus, wie ich mir das sage. Ja, ich dodge, obwohl ich nicht dodgen will. Genau. Bester Charakter. Beziehungsweise bestes Spiel. Ranking Aram. Ich hasse Robin Hood. Robin Hood ist Schrott. Ich hasse ihn so sehr. Er ist der schlimmste Charakter. Vergiss Fiona. Fiona ist besser als Robin Hood. Ich habe eine Idee für dich. Nach Kakao. Lass mich raten, wann? Nein. Statt Black Knight zu spielen, spiel Robin Hood. Du hast mit Robin Hood eine viel höhere Chance. Ich hab mal versucht mit Robin Hood zu spielen. Er ist shit. Ich kann nichts mit ihm machen. Ich bin ja, das ist dann wiederum belastend. Ja, das ist dann wiederum belastend. Okay. Ich hab noch ein Leben. Aber ich hab nur ein Leben von ihm genommen, also die Chance ziemlich schlecht aus. Ja. Ich ping jetzt einfach Flick damit Flick. Nein, Spaß. Nein, tu's nicht. Lass es fair bleiben. Ich ping jetzt einfach Flick damit. Achso, der zockt ja gar nicht. Nein, war nur Spaß. Ich hab verloren. 2-1 verloren. Das ist so.
Das ist doof. Das ist nicht gut. Das ist nicht schön zu hören. Okay, 2-1. Das Gute ist, ich komme noch in Ranking weiter. Goddammit. Ding ist, wenn ich jetzt verliere, komme ich nicht in Ranking weiter, glaube ich. Oh nein, ich bin Platz 46 und komme nicht um einen Platz weiter. Oh nein, ich sterbe. Warte, meinst du mich oder? Ich meine euch beide.